Deutschlands Atomausstieg wurde heftig diskutiert. Parteien wie die Union oder AfD fordern Deutschlands Rückkehr zur Kernkraft. Ihr Argument? Sie ist günstig und CO2-neutral. Was daran falsch ist und warum vor allem ehemalige Kraftwerksbetreiber vor einer Rückkehr warnen, erfährst du in diesem Video. 1960 beginnt mit der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Karl das atomare Zeitalter in Deutschland. Und es wird 6 Jahrzehnte andauern. Insgesamt 37 Reaktoren werden in dieser Zeit Strom erzeugen und einspeisen. Doch die anfängliche Euphorie kippt. 1986 kommt es zur Katastrophe von Tschernobyl. Im bayerischen Wackersdorf eskalieren daraufhin die Proteste, denn es ist eine Wiederaufbereitungsanlage geplant. Zehntausende lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und Hunderte wurden verletzt. Anschließend wechselt die SPD auf die Seite der Atomkraftgegner. CDU-Kanzler Kohl gründet das bis dahin noch nicht existierende Bundesumweltministerium. Und die erst 1980 gegründeten Grünen ziehen 1987 mit 8,3% der Wählerstimmen in den Deutschen Bundestag, damals noch mit Sitz in Bonn, ein. In ihren besten Zeiten lieferten Atomkraftwerke bis zu einem Drittel des hierzulande erzeugten Stroms. In den folgenden Jahren wurde immer wieder über die Kernenergie in Deutschland diskutiert. Der Grund für den deutschen Ausstieg aus der Atomenergie liegt jedoch auf der anderen Seite des Globus. Am 11. März 2011 rollt ein Tsunami über Japans Ostküste. Über 22.000 Menschen sterben bei dieser Naturkatastrophe. Doch was die Welt danach tagelang in Atem hält, sind die Bilder des schwer beschädigten Atomkraftwerks Fukushima. Die Welt entgeht nur um Haaresbreite einem atomaren Supergau. Atomare Strahlung verseucht Böden und das Meer. Über 150.000 Menschen müssen die Region rund um das Atomkraftwerk verlassen. Viele davon bis heute. Der Welt wird erneut vor Augen geführt, wie gefährlich Atomenergie ist. Im Juni desselben Jahres stimmten 513 Bundestagsabgeordnete für und 79 gegen einen Atomausstieg. 12 Jahre später, im April 2023, geht das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz. End of the story? Nein. Politiker, Fachleute und die Bevölkerung streiten sich bis heute, ob der Atomausstieg wirklich richtig war. Mythos oder Realität? Würde uns die Rückkehr zur Atomenergie wirklich günstigere Strompreise verschaffen? Klären wir zuerst diese Frage. Wäre eine Rückkehr überhaupt möglich? Diskutiert werden im Grunde zwei Szenarien. Szenario 1: Wir fahren alte Kernkraftwerke wieder hoch. Szenario 2: Wir bauen neue. Für das erste Szenario kommen lediglich nur 5 der stillgelegten Atomkraftwerke in Betracht. In allen anderen Meilern sind die Rückbauarbeiten bereits zu weit fortgeschritten. Experten schätzen, es wird 1 bis 2 Jahre dauern, bis die Kernkraftwerke wieder Strom in unsere Netze einspeisen können. Die Kosten dafür kann aber kaum jemand seriös einschätzen. Die Rede ist jedoch von vielen Milliarden Euro pro Kraftwerk. Aus technischer Sicht wäre dieses Szenario aber denkbar. Das zweite Szenario würde ebenfalls Milliarden kosten und bis zu 10-mal so lang dauern. 15 bis 20 Jahre vergehen von der Planung bis zu dem Moment, an dem ein neues AKW Strom erzeugt. Die Atomindustrie setzt dabei ihre Hoffnungen auf sogenannte Small Modular Reactors, kurz SMR. Diese Reaktoren sind derzeit noch weit weg von einer industriellen Fertigung und wirtschaftlich leider unrentabel. Eine Rückkehr zur Kernkraft für Deutschland wäre möglich. Aber durch die unkalkulierbar hohen Kosten und die lange Vorlaufzeit raten derzeit selbst ehemalige Kernkraftwerksbetreiber davon ab. Wären unsere Strompreise niedriger, wenn wir noch oder wieder Atomkraftwerke betreiben würden? Schwierig. Ich versuche es euch dennoch einfach zu erklären. Hätten wir unsere letzten AKWs nie abgeschalten, wäre unser Strompreis im Winter 2023/24 vermutlich minimal niedriger gewesen. Wir sprechen hier von 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Bei einer 4-köpfigen Familie mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden wären das 15 Euro im Jahr. Wie würde es aussehen, wenn wir bereits abgeschaltete oder sogar neue Reaktoren zurück ans Netz bringen würden? Ein Blick nach Großbritannien zeigt das Dilemma. Dort sollen mit dem Projekt Hinkley Point C 2 neue Kernreaktoren entstehen. Geplante Kosten? 16 Milliarden Pfund. Aktuell geschätzte Kosten? 32 Milliarden Pfund. Ohne immense staatliche Subventionen müssten diese Kosten auf die Verbraucher umgelegt werden. Und somit wäre Atomstrom die teuerste denkbare Form der Energieerzeugung. In Deutschland wurde dasselbe gemacht.
Seit den 50er Jahren wurden umgerechnet fast 300 Milliarden Euro staatlicher Subventionen an die Betreiber von AKWs bezahlt. Die US-Investmentbank Lazard schätzt, dass eine Megawattstunde in einem neuen Atomkraftwerk 131 bis 204 US-Dollar kosten würde. Zum Vergleich, PV-Freiflächenanlagen werden auf 28 bis 31 und Windkraftanlagen auf maximal 50 US-Dollar pro Megawattstunde geschätzt. Und hier die versprochene, einfache Antwort. Während Strom aus erneuerbaren Energien immer günstiger wird, nehmen die Kosten für Atomkraftwerke bestehende wie neue weiter zu. Wenn wir also nur auf die Kosten blicken, ist es ein Mythos, dass Atomstrom günstiger ist. Denn genau das Gegenteil wäre der Fall.